Im Sommer 1942 läuft die Operation Reinhard an, die Ermordung der Juden und Roma in Polen und der Ukraine. Auch das Warschauer Ghetto soll geräumt werden. Am 22. Juli beginnen die Deportationen. Była taka sytuacja, że fast täglich erschien ein deutscher Soldat, ein polnischer und ein jüdischer Polizist auf dem Hof. Sie riefen, dass wir rauskommen sollten mit unseren wichtigsten Sachen, dass wir zur Arbeit fahren würden und dass wir etwas Brot bekämen. Meine Familie wusste da schon, dass man sich nicht zeigen durfte, sondern sich verstecken musste. Sie hatten ja ein bestimmtes Kontingent zu erfüllen, wie viele Menschen jeden Tag auf den Umschlagplatz geführt werden mussten. Die Ghetto-Polizei, der sogenannte jüdische Ordnungsdienst, erhält den Befehl, täglich 6.000 Menschen für die Transporte zusammenzustellen. Die Hungrigsten melden sich anfangs sogar freiwillig. Ihnen wurden Brot und Marmelade versprochen. Vom sogenannten Umschlagplatz am nördlichen Ende des Warschauer Ghettos fahren die Züge zum vermeintlichen Arbeitseinsatz im Osten. Eine Falle. Dort haben die Männer des jüdischen Ordnungsdienstes die Nummern der Waggons notiert, die abfuhren mit der menschlichen Fracht. Und da stellte sich etwas Schreckliches heraus. Noch am selben Tag, nach Verlauf von einigen Stunden, waren dieselben Waggons wieder da. Das bedeutete, dass die ganzen Transporte gar nicht weit gingen. Endstation der Züge aus Warschau ist das Vernichtungslager Treblinka. Nur 100 Kilometer nordöstlich der Stadt. Auch der Judenratsvorsitzende Tschernjakow kennt längst das wahre Ziel der Umsiedlung. Alle Juden, unabhängig von Geschlecht und Alter, werden mit gewissen Ausnahmen in Arbeitslager im Osten deportiert. Wir beginnen um 4. Unterzeichnen Sie bitte diesen Aufruf. Das werde ich nicht tun. Er zerbricht an der Bürde, die ihm die deutschen Besatzer auferlegt hatten. Sie verlangen von mir, mit eigenen Händen die Kinder meines Volkes umzubringen. Das kann ich nicht. Gezeichnet Adam Tschernjakow. Einen Tag nach Beginn der Deportationen begeht er Selbstmord. Wir sind davon auch zu ihm gegangen und haben ihm erzählt, dass wir eine Kampforganisation gründen und dass es Widerstand geben wird. Er hat aber Angst davor gehabt. Angst, dass es das Leben des Ghettos verkürzen würde. Tatsächlich sind die Widerstandsgruppen im Sommer 1942 noch hilflos. Sie haben keine Waffen und sind nicht ausreichend organisiert. Wir mussten lernen zu hassen, um uns verteidigen zu können. Wir mussten lernen zu kämpfen. Außer Ideen brauchten wir jetzt Augen. Augen, um zu sehen, wie die Deutschen die Kinder ermordeten. Und geschärfte Sinne, sie brauchten wir, um heimlich aktiv zu sein. An Waffen, an Papier und Druckerpressen primitivste Art kam man entweder durch Schmuggel oder versuchte, diese selbst herzustellen. Ein weiteres Problem für den Widerstand war es natürlich, dass er im Verborgenen agieren musste. Innerhalb einer Gruppierung hielt man Verbindung beispielsweise durch die Suppenküchen, die man teilweise selbst organisiert hatte. Oder man traf sich in konspirativen Wohnungen, in Verstecken, die angelegt worden waren, um sich auszutauschen. Über 300.000 Menschen werden aus dem Warschauer Ghetto ins Vernichtungslager Treblinka deportiert. Marcel Reich-Ranicki kann seine Freundin Theophila in letzter Minute retten. Meine damalige Freundin war nirgends beschäftigt, genauso alt wie ich. Und da war die Idee, blitzartige Idee, ich muss sie sofort heiraten, damit sie eine Bescheinigung hat, dass sie meine Ehefrau ist und somit nicht deportiert wird.
Etwa ein halbes Jahr später, im Februar 1943, gelingt ihnen gemeinsam die Flucht. Im Warschauer Ghetto leben nach den Deportationen nur noch etwa 60.000 Menschen, die Hälfte von ihnen illegal. Danach war nichts mehr so, wie es vorher war. Die soziale Struktur des Ghettos war danach vollkommen anders. Es gab so gut wie keine Kinder und so gut wie keine alten Menschen mehr. Das Ghetto war danach reduziert, zumindest von offizieller Seite, auf ein Arbeitsghetto. Also nur wer arbeiten konnte, wer eine Arbeitsbescheinigung hatte, durfte hier noch leben. Das Schicksal der Zurückgebliebenen ist ungewiss. Auch das von Christina Budnitska. Ich habe das nicht wirklich verstanden. Ich hatte einfach nur Angst. Ich hatte Angst, von meinen Eltern getrennt zu werden, vor allem von meiner Mutter. Denn zu ihr hatte ich eine enge Bindung. Im Januar 1943 gibt SS-Chef Himmler den Befehl, das Warschauer Ghetto endgültig zu räumen. Wer noch arbeitsfähig ist, soll in den Distrikt Lublin verschickt werden. Der Rest direkt in die Vernichtungslager. Doch Himmlers Truppe wird auf Gegenwehr treffen. Tagebucheinträge belegen die Entschlossenheit der Ghettokämpfer. Die Mehrheit ist zum Widerstand entschlossen. Es scheint mir, dass sie nicht mehr wie Schafe zur Schlachtbank laufen werden. Mit den Deportationen im Sommer 1942 konnte für niemanden mehr im Warschauer Ghetto ein Zweifel darüber bestehen, welches Los die deutschen Besatzer ihnen zugedacht hatten. Das hat den Zulauf zu den Widerstandsgruppen erhöht und es hat bei vielen Menschen den Impuls ausgelöst, sich irgendwie vorzubereiten für den Fall, dass erneut Deportationen stattfinden. Anführer der Ghettokämpfer ist Mordechai Anielewitsch. Wir wissen jetzt, dass 300.000 Warschauer Juden entweder nach Treblinka in ein Todeslager gebracht oder einfach ermordet wurden. Man hat die Deportationen vorübergehend eingestellt. Aber wenn sie wieder damit anfangen, dann verstecken wir uns nicht mehr. Wir werden uns gegen sie wehren und bewaffneten Widerstand leisten. Bis dahin müssen wir die Zeit nutzen, um Kollaborateure zu entlarven, Waffen zu beschaffen, einen Schlachtplan auszuarbeiten. Und was am wichtigsten ist, wir müssen allen, die noch im Ghetto sind, eins klar machen. Wir können und wir werden den Feind ab dem heutigen Tag bekämpfen. Die rund 800 jüdischen Untergrundkämpfer legen massenweise Verstecke an. Unterirdische Bunker mit Zugang zur Kanalisation. Viele befinden sich an der Grenze des Ghettos, um Informationen mit Widerstandskämpfern auf der anderen Seite Warschaus auszutauschen, Waffen und Munition zu beschaffen. Die Zentrale der ZOB, der Vereinigung aller Widerstandsgruppen im Ghetto, liegt in der Miwa-Straße 18. Es gab Kontakt zum polnischen Untergrund. Von da kam aber nur ein kleiner Teil der Waffen. Den Rest haben wir von den Deutschen gekauft. Sie waren auf dem Rückweg von der Ostfront, brauchten Geld für Wodka und haben ihre Waffen auf den Basaren für viel Geld verkauft. Die polnische Heimatarmee wappnet sich im Untergrund ebenfalls gegen die deutschen Besatzer. Einige wollen den jüdischen Ghettokämpfern helfen. Andere sehen ihre eigenen Pläne gefährdet. Die Einstellung des polnischen Widerstands war sehr schwierig. Sie sagten, es gibt nur eine Front und die liegt etwa 2000 Kilometer Richtung Osten. Wenn sich der Aufstand im Ghetto auf den anderen Teil der Stadt übertragen würde, könne ihr niemand zu Hilfe kommen und so würde nicht nur das Ghetto, sondern ganz Warschau untergehen. Ebenfalls in der Miwa-Straße in der Nähe der Ghettokämpfer bezieht im Januar 1943 auch Familie Budnitska ihr unterirdisches Versteck. Wir kannten ja niemanden außerhalb des Ghettos, der uns hätte helfen können. Also mussten wir selbst für unser Überleben sorgen und einen Weg aus dem Ghetto auf die andere Seite der Stadt finden.
Die einzige Möglichkeit schien der Bau eines unterirdischen Bunkers zu sein, der einen Zugang zur Kanalisation hatte. Meine Familie hat sich dann mit zwei oder drei anderen zusammengetan und diesen Bunker gegraben. Wir hatten da unten ein Radio. Und ich erinnere mich, wie sie meldeten, dass die Deutschen an der Ostfront Prügel bezogen hatten und sich zurückziehen mussten. Das gab uns Hoffnung. Wir hatten wirklich geglaubt, in dem Bunker bis Kriegsende ausharren zu können. Die Bedingungen darin waren nicht schlecht. Er war schalldicht und sicher. Als die SS am 19. April 1943 mit der Räumung des Ghettos beginnt, scheinen die Häuser leer. Die jüdische Bevölkerung hat sich versteckt. Nur die Untergrundkämpfer stehen bereit. Die Härte der Kämpfe trifft die SS unvorbereitet. Himmler befiehlt, den Widerstand mit allen Mitteln zu brechen. Das Kommando führt einer seiner treuesten Vasallen, SS-General Jürgen Stroop. Auf 75 Seiten dokumentiert er haarklein die Aktionen der SS im Warschauer Ghetto. Am 16. Mai 1943 schließt der Bericht mit den Worten: Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr. Die beiliegenden Fotos dokumentieren das Ende des Aufstands, den auch die Kinder teuer bezahlen werden. Ein Partisanenkampf. Haus um Haus. Die Widerstandskämpfer verfügen nicht über genügend Waffen. Mit einfachsten Mitteln kämpfen sie gegen Flammenwerfer und Panzer. David gegen Goliath. Die jüdischen Kämpfer im Ghetto haben sich keine Illusionen gemacht über nicht mehr passiv hinnehmen, was Deutsche für sie bestimmen, was die Deutschen anordnen. Nicht mehr passiv mit anzusehen, dass Juden in den Tod getrieben werden. Vielen ging es auch darum, Rache zu nehmen. Der sicher geglaubte Unterschlupf. Für viele wird er zum Grab. Mit Gas und Feuer treibt die SS die Menschen aus den Bunkern. Auch das Versteck der Budnitskas wird entdeckt. 9 lange Monate haben sie hier ausgeharrt. Mit letzter Kraft gelingt ihnen die Flucht durch die Kanalisation. Die 10-jährige Christina wird das Martyrium als einzige ihrer Familie überleben. Wer sie gerettet hat, weiß sie bis heute nicht. Meine Eltern hatten keine Kraft mehr, auf eigenen Beinen zu stehen. Mich hat irgendjemand Huckepack rausgetragen. Ich habe wie ein Holzklotz da gehangen und war völlig weggetreten. Ich hörte jemanden sagen, der Alte lebt nicht mehr. Das war mein Vater. Wirklich begriffen habe ich das nicht. Dann haben sie irgendwelche Tropfen durch den Gullideckel gereicht, Valium oder so, um meiner Mutter zu helfen. Denn es hieß, sie bricht zusammen. Doch auch für sie kam jede Hilfe zu spät. Nur wenigen tausend Ghettobewohnern gelingt die Flucht aus Warschau. Vielen auch dank Hilfe ihrer polnischen Landsleute. Die meisten Überlebenden verschwinden in Vernichtungs- und Arbeitslagern. Unter den Toten ist auch der Anführer der Aufständischen, Mordechai Anielewitsch. Aus dem Bunker in der Miwa-Straße schreibt er seine letzten Zeilen. Der Traum meines Lebens ist wahr geworden. Wir haben uns zur Wehr gesetzt. Ich bin Zeuge des heldenhaften Mutes jüdischer Kämpfer gewesen. Auch in anderen Ghettos erheben sich Juden gegen ihre deutschen Peiniger. Wie auch in Warschau sind es meist die Jüngsten, kaum älter als 20. Ihr Mut macht sie zu Helden ihres Volkes.